Es war einmal ein Bauer mit einem Esel. Der Esel hatte ihm viele Jahre lang gedient und hatte für ihn Säcke voller Mehl und Korn getragen. Aber mit der Zeit wurde der Esel alt und schwach. Als er einsah, dass er nicht mehr in der Lage war, den Bauern auf seinem Hof zu helfen, verließ er eines frühen Morgens den Stall und machte sich auf eine lange Reise. Ich habe keine Kraft mehr. Aber ich habe immer noch meine schöne Stimme. Ich kann nach Bremen gehen und dort als Sänger Geld verdienen. Auf seinem Weg kam er an einem Hund vorbei, der auf dem Weg lag. Warum liegst du denn da so rum? Ich bin ein Jagdhund, aber mit dem Alter bin ich langsam geworden. Ich kann meinem Besitzer nicht mehr beim Jagen helfen. Dann habe ich ein Angebot für dich. Ich gehe nach Bremen, um Sänger zu werden. Komm mit mir, werde Teil meiner Gruppe. Ich spiele Mandoline und du kannst die Trommel spielen. Dem Hund gefiel dieser Gedanke. Also schließ er sich dem Esel an. Nach kurzer Zeit sahen sie eine Katze auf dem Dach eines Hauses am Straßenrand sitzen. Die Katze sah sehr traurig aus. Was ist los, Katze? Du siehst so traurig aus. Was ist passiert? Ich bin alt geworden. Ich habe keine Energie mehr, um herumzurennen und habe meine guten, scharfen Zähne verloren. Anstatt Mäuse zu jagen, sitze ich nur noch faul vor dem Kamin herum. Darum hat mein sogenannter Besitzer mich aus dem Haus geworfen. Dann musst du mit uns mitkommen. Mit euch? Wo geht ihr hin? Nach Bremen. Wir machen eine Gruppe auf und werden Sänger. Katzen sind gut mit Musik. Du kannst mitkommen und Mundharmonika spielen. Der Katze gefiel der Vorschlag. Also ging sie mit den beiden mit. Als die drei an einem Bauernhof vorbeikamen, sahen sie einen Hahn, der auf einem Zaun saß und krähte. Es ist fast Mittag, lieber Hahn. Warum krähst du immer noch? Morgen ist Sonntag. Die Frau meines Besitzers lädt sonntags Gäste ein. Sie wollen mich den Gästen zum Mittag servieren. Warum bleibst du dann hier? Warum läufst du nicht davon? Wo soll ich denn hingehen? Heute ist mein letzter Tag. Also werde ich so lange krähen, bis ich nicht mehr kann. Okay. Schone deine Stimme. Komm mit uns nach Bremen. Wir machen eine Gruppe auf und können eine kräftige Stimme wie deine gebrauchen. Dem Hahn gefiel der Vorschlag und er stimmte sofort zu. Er sprang vom Zaun und schloss sich der Gruppe an. Zu viert machten sie sich auf den Weg nach Bremen. Lasst uns die Nacht im Wald verbringen. Wir gehen morgen weiter. Weil er nicht schlafen konnte, lief der Hahn herum. Und von seinem Aussichtspunkt aus konnte er etwas sehen. Hey, ich kann da vorne ein Licht sehen. Da muss ein Haus in der Nähe sein. Dann lasst uns dorthin gehen. Ich bin es nicht gewohnt, in so einem dunklen Wald wie diesem zu schlafen. Ja, und vielleicht finde ich dort einen Knochen zum Essen. Sie alle waren einverstanden und begannen, auf das Licht zuzugehen. Schließlich kamen sie an einem Haus an. Der Esel war am größten, also sah er vorsichtig durchs Fenster. Was siehst du, Esel? Was ich sehe? Ich sehe einen reich gedeckten Esstisch. Ah, sehr gut. Ich sehe alles Mögliche an Essen und Trinken auf dem Tisch. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Los, lasst uns reingehen. Das ist noch nicht alles. Ich sehe außerdem vier bewaffnete Räuber, die am Tisch sitzen und essen und trinken. Als sie das Wort Räuber hörten, waren sie alle sehr enttäuscht.
Warum müssen es denn Räuber sein? Ich bin so hungrig. Da ist nichts zu machen. Lasst uns zurück in den Wald gehen. Ich wünschte, wir könnten die Räuber irgendwie verjagen. Okay, hört zu. Ich habe eine Idee. Was haltet ihr davon? Die vier Freunde bildeten einen Turm, in dem sie sich aufeinander stapelten. Dann, zum Signal des Esels, begannen sie alle zu singen. Als sie diesen schrecklichen Lärm hörten, sprangen die Räuber voller Angst auf. Die vier Freunde zerbrachen das Fenster und sprangen mit großem Krach ins Haus hinein. Was ist denn das? Hilfe! Hey, Hilfe! Die Räuber stürmten panisch aus dem Haus heraus und rannten ohne ihre Waffen in den Wald. Die vier Tiere freuten sich sehr, dass ihr Plan aufgegangen war. Sie setzten sich sofort um den Tisch herum und begannen, das leckere Essen zu verspeisen, das die Räuber hinterlassen hatten. Nach dem Essen suchten sie sich jeder ein gemütliches Plätzchen zum Schlafen. Sie alle waren sehr müde, also machten sie das Licht aus und legten sich für die Nacht schlafen. Es war schon nach Mitternacht. Die Räuber warteten ab, bis das Licht in dem Haus aus war. Sie schickten einen von ihnen vor, um sicherzustellen, dass das Haus leer war. Der Räuber hörte, dass es sehr ruhig im Haus war. Also suchte er nach einer Lampe, um sich Licht zu machen. Sobald er das Streichholz angezündet hatte, sprang die Katze hervor und kratzte sein Gesicht mit ihren Krallen. Und der Hund biss ihm ins Bein. Der Hahn wachte von dem Lärm auf und begann wie verrückt zu krähen. Und gerade als der Räuber aus dem Hause flüchten wollte, gab der Esel ihm einen Tritt mit den Hinterbeinen. Schockiert rannte der Räuber zurück zu den anderen Räubern. Da ist nicht nur ein Monster im Haus, es sind vier. Sie alle rannten so schnell sie konnten davon. Sie hatten nicht den Mut, jemals wieder zu dem Haus zurückzukehren. Die vier Bremer Musikanten fühlten sich in dem Haus sehr wohl. Also gaben sie die Idee auf, nach Bremen zu gehen und beschlossen, zusammen in dem Haus zu leben und ihre Tage damit zu verbringen, gemeinsam zu singen und Musik zu machen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.